So sagen dir hochsensible Personen klar und deutlich, wie es ihnen geht. Wie dick das Fell ist, das wir als Menschen mitbekommen haben, können wir uns leider nicht aussuchen. Einige von uns stecken locker alles weg, was an sie herangetragen wird. Wieder anderen wird schnell alles viel zu viel. Bei ihnen handelt es sich um den hochsensiblen Persönlichkeitstyp, kurz HSP genannt. Viele Menschen, Geräusche, visuelle Überstimulation und andere Arten der Reizüberflutung sind eine enorme Belastung und ein Stresstest sondergleichen für sie. Im Alltag brauchen sie häufiger Pausen als andere. Und gelegentlich müssen sie auch die Notbremse ziehen und sagen es uns ganz direkt, wenn etwas unerträglich für sie wird. Und das klingt dann so. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Ich muss das erst einmal verarbeiten. Diesen Satz kann man durchaus öfter hören von einer hochsensiblen Person. Er spiegelt ihr Innerstes wider. Dieser Menschenschlag braucht eine ganze Weile, bis Neuigkeiten, frisch gewonnene Eindrücke und große Ereignisse in aller Ruhe verarbeitet werden können. Auch Geständnisse und Geheimnisse ihrer Mitmenschen, mit denen sie so nicht gerechnet hätten, müssen sie erst einmal sacken lassen. Zu viel auf einmal sollte man einer hochsensiblen Person ohnehin nicht zumuten. Jedes Novum will schließlich von allen Seiten beleuchtet und ausgiebig analysiert werden. Auf Außenstehende wirken hochsensible Persönlichkeiten daher häufig ein wenig unflexibel und verkrampft. Allerdings sind sie nichts dergleichen. Sie brauchen nur mehr Zeit. Nummer 2. Können wir bitte das Thema wechseln? Ja, auch diesen Satz geben Hochsensible manchmal von sich, nämlich dann, wenn ihnen ein Thema großes Unbehagen bereitet. Das Problem für sie besteht darin, dass sie sich bloße Schilderungen plastisch und sehr deutlich vor Augen führen können. Beispielsweise ertragen sie es nicht, beim Essen über Unappetitliches wie Krankheiten oder Autounfälle zu sprechen. Aber auch Erzählungen, in denen Not und Leid die Hauptrollen spielen, Gewalt oder jedes andere Thema angeschnitten wird, das Emotionen triggert, können sie nur schwer ertragen. Und natürlich spüren sie es auch, wenn ein Thema jemand anderem nahe geht, der mit am Tisch sitzt und sich nicht wehren kann. Ändert sich die Stimmung im Gespräch, sind Hochsensible nämlich die Ersten, die das bemerken. Nummer 3. Ich kann mir das nicht ansehen. Auch Bilder und Erlebnisse in Echtzeit sind nichts für Hochsensible, wenn diese ihnen zu sehr zu schaffen machen. Manche Menschen sehen sich voller Freude und Begeisterung blutrünstige Horrorfilme auf Großbildleinwänden oder gar in 3D an. Hochsensible können oft nicht einmal bei der Zubereitung von Hackfleisch zusehen. Die Grenzen sind hier breit gefächert und jede einzelne davon gilt es zu respektieren. Gibt jemand freimütig zu, dass ein Anblick für ihn unerträglich ist, sollte man ihm glauben. Die Welt ist eine sehr viel direktere, lautere und anspruchsvollere, wenn man sie durch die Augen einer hochsensiblen Person zu sehen bekommt. Was für viele von uns ganz okay ist, treibt diesen feinfühligen Menschen Tränen in die Augen. Nummer 4. Ich fühle mich komplett ausgelaugt. Diese Aussage hört man mitunter öfter und nicht immer muss sie von einer hochsensiblen Person kommen. Doch gerade dieser Menschenschlag ist tatsächlich schnell erschöpft und vollkommen ausgepowert. Mit körperlicher Überanstrengung jedoch hat das meistens nicht viel zu tun. Was Hochsensible so enorm stresst, sind Reize, die aus allen Richtungen an sie herangetragen werden. Direkte oder indirekte Gespräche zählen hier ebenso dazu wie Verkehrslärm, grelles Licht, nach außen getragene Emotionen und vieles mehr. An Tagen, wo keine Pause möglich ist und sich keine Chance bietet, um ein paar Mal durchzuatmen, kann es durchaus passieren, dass Hochsensible so die weiße Flagge hissen. Nummer 5. Hast du das auch bemerkt? Mit einem hypersensiblen Menschen durch den Tag zu gehen, kann spannend und sehr aufschlussreich sein. Diesen Leuten entgeht nämlich nichts.
Sie sehen jeden schönen Schmetterling, riechen frisch gerösteten Kaffee 10 Meilen gegen den Wind und spüren eine kühle Brise schon, wenn sie noch nicht einmal richtig im Anmarsch ist. Verborgen bleibt diesem Wesenstyp nicht die kleinste Kleinigkeit. Nummer 6. Ich brauche Zeit für mich. Hörst du diesen Satz aus dem Mund einer hochsensiblen Person, dann solltest du ihr besser glauben. So klingt Alarmstufe Rot und mit ihr ist nicht zu spaßen. Es ist nicht so, dass Hochsensible keine anderen Menschen um sich mögen. Sie brauchen nur öfter und längere Pausen von ihnen als andere. Üblicherweise teilen sie sich ihre Kräfte ganz gut ein. Und nach jeder Auszeit sind sie wieder bereit für Socializing und gesellschaftliches Miteinander. Müssen sie diese Ruhephasen einfordern, ist bereits Feuer am Dach. Das ist keine Form der Zurückweisung oder Ausgrenzung, sondern reiner Selbstschutz. Nummer 7. Das wird mir alles zu viel. Geständnisse wie dieses sind typisch für Hochsensible. Sie tun gut daran, ihrer Überforderung Luft zu machen. Das, was andere nicht einmal ansatzweise anstrengt, ist für sie bereits nahe am Overkill. Besonders Situationen, in denen sich zeitgleich an mehreren Fronten Grabenkämpfe auftun oder viele Entscheidungen rasch gefällt werden müssen, überfordern hochsensible Menschen schnell. Sie mögen das Überschaubare, Berechenbare viel lieber. Und was Entscheidungen betrifft, wollen sie ohnehin jede einzelne in aller Ruhe überdenken, bevor sie einen Entschluss fassen. Zu viel zu schnell müssen, das ist die Horrorvision eines jeden hochsensiblen Menschen. Unser heutiges Fazit: Wer hochsensibel ist, muss klare Grenzen ziehen. Sei nicht verwundert, wenn manch einer deiner Mitmenschen diese und ähnliche Sätze von sich gibt. Wer hochsensibel ist, muss sich schützen. Nicht immer gelingt es diesen Menschen, sich einfach still und leise zurückzuziehen. Jedes Leben findet bis zu einem gewissen Ausmaß in der Öffentlichkeit statt. Und andere Menschen ertragen zu müssen, ist nicht immer verhandelbar. Nimm es nicht persönlich, wenn dich jemand mit Sätzen wie diesen, die wir dir hier vorgestellt haben, ausbremst oder sich eine Zeit lang aus dem Spiel nimmt. Hochsensible brauchen mehr Ruhephasen, mehr Stille und mehr Zeit für sich allein als andere. Ihre Energiereserven sind schneller erschöpft und sogar ihre 5 Sinne sind weniger resistent und widerstandsfähig als die ihrer Mitmenschen. Zählst du selbst zu den hochsensiblen Menschen, dann zeigt dir dieser Beitrag vielleicht, wie wichtig es ist, seine Bedürfnisse klar zu formulieren und seine Grenzen zu schützen. Du hast jedes Recht dazu, denn deine Grenzen schützen umgekehrt auch dich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.